gehen ganz kurz in ein brisantes Thema rein. Und zwar hat Nico Lazaretis in Scope ein Video hochgeladen, wenn Träume wahr werden. Und ich glaube, der Bruder hat sich einfach schon wieder ein Auto gekauft. Wir gucken mal ganz kurz rein. Hier die Rundflug über München. Ich hoffe, wir kommen heile wieder an. Wir kommen heile hoch, heile runter, heile hoch. Wie geil ist das denn? So, hier geht's, glaube ich, los. Es ist offiziell, heute ist der Tag, an dem wir das Auto abholen. Ich kann es eigentlich immer noch gar nicht glauben. Der gestrige Tag, ich konnte leider nicht so viel vloggen, weil wir so viel gemacht haben. Mit dem Bühneninterview mit Alfred zusammen, mit Clever Fit. Dann war ich in der Lounge bei Monte. Dann haben wir noch ein bisschen bei Monte im Livestream abgehangen. Es waren natürlich die ganze Zeit Leute dabei, die man irgendwie kannte, mal gesehen hat. Dann waren wir gestern noch feiern. Ich habe gestern, glaube ich, 2-3 Bier getrunken, worauf ich nicht stolz bin, aber das ist dieses Ausnahmeding, ne? Ich war gerade dafür schon wieder hier im Fitnessstudio. Wie ist dein Schlafmus aktuell? Richtig scheiße. Im Dingens, im Hotel-Fitness. Ich freue mich, wenn ich vor 12 aufstehe, sage ich ehrlich. So eine Phase ist gerade bei mir wieder im Leben. Ich bin richtig stolz, Chat, wenn ich aufwache und es nicht nach 12 ist. Vormittags noch. Bisschen Cardio gemacht, bisschen die Brust gepumpt und den Bizeps, ne? Damit ich auch bereit bin, das Auto heute abzuholen. Warum bist du so genervt? Okay, also er sitzt jetzt in einem Porsche, jetzt schon mal drin, das ist ein Taycan, Chat, richtig? Nico fährt einen Taycan. Habe ich recht? Gibt es jemand, der den Fuhrpark von InScope in- und auswendig kennt? Ja. Der hat einen Taycan, sitzt gerade drin, er hat einen GT3 RS, 991 GT3 RS und holt sich jetzt ein drittes Auto ab, oder was? Das nehme ich jetzt nicht auf die Kamera mit auf. Sonst tust du es wie so doof reinschmeißen. Wegen dem Brazilian Buttlifting. Ja. Ich habe doch gesagt, dass ich da nicht drauf stehe. Ja, aber du hast jetzt gerade erzählt, auf was du stehst. Ja, auf einen natürlichen, schönen Knackarsch. Ja. Den hast du doch. Das hast du aber nicht gesagt. Ich hab in dem Moment. Und ihr wart. Ja, guck, genauso wie bei dir, Schatz. Ich finde dein Arsch perfekt. Das will man doch als Frau hören. Alles klar. Der kann null mit Geld umgehen. 2 Euro von Mojis dünne Arme. Trainer mich mal. Ich sehe ja aus wie 2 Lauchzwiebeln. Das ist eine Lüge. Ich zeige euch jetzt meinen Arm. Einmal ganz kurz Arm-Update. Ich war zwar lange nicht mehr im Gym, aber ich habe immer noch einen wunderschönen Arm. Das liegt nur am T-Shirt-Chat. 3, 2, 1. Mom unterstrich ist unterstrich Mai unterstrich Cardio ist 13x cooler als ihr. Oh. Oh. Bewertung von 1 bis 10 rein, bitte. Bevor ich erzähle hier so, steht das, wenn ein Typ trainiert ist, schöne muskulöse Arme hat. Wie ich. Dann müsstest du gar nicht dazu sagen, dann wüsste ich direkt, trainiert die Arme. Super, die habe ich. Nee, da sagt man dann doch so, genauso wie bei dir, Schatz. Nee, du bist am Arsch. Also Leute, ich kann es eigentlich gar nicht fassen, was hier gerade passiert, ne? Wir waren auf dem Mile Festival, es war alles wirklich extrem geil, ne? Klar, ich konnte jetzt nicht so viele Autos angucken und ich muss auch wirklich mich entschuldigen bei teilweise Leuten, die von euch da waren, weil ich war fototechnisch überhaupt nicht am Start, weil ich da echt von hier nach da musste und dann war das alles immer sehr stressig. Also wirklich dicke Sorry an alle Leute, wo ich kein Foto gemacht habe. Hat übelst Spaß gemacht und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder ist, dass wir wieder hingehen können, weil wenn es um Autos geht, sowieso immer geil. Und genau bei dem Thema sind wir jetzt auch, Thema Autos. So, jetzt geht's los, jetzt. Ihr seid jetzt mit dabei. Es ist die letzte Fahrt in meinem Porsche Taycan. Wir fahren jetzt nach Dortmund, beziehungsweise nach Soest oder Soest, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, geben mein Auto ab. Ich habe den damals in Dortmund geholt und die gehören irgendwie zusammen und deswegen kann ich mein neues Auto direkt dort abholen. Ah, okay, er gibt jetzt seinen Taycan ab und holt sich jetzt einen neuen quasi. Der switcht jetzt einfach. Es wird einen Tausch geben. Bin ehrlich gesagt schon ziemlich aufgeregt. Wir müssen natürlich jetzt erstmal noch 5 Stunden fahren und 550 Kilometer absolvieren. Ja, und dann zurück auch nochmal. Zurück wird geil. Neues Auto, kein Laden an der Ladesäule mehr. Es ist auf jeden Fall ein absolutes Traumfahrzeug. Wenig Kofferraum. Ja, reicht schon aus. Natürlich, logisch. Okay, was denkt ihr, Chat? Also er wird sich einen Porsche holen. Was für einen Porsche holt er sich? Also er hat jetzt einen GT3 RS. Wahrscheinlich wird es ein Alltagsauto. 911er. Logischerweise, ne, wir fahren zu Porsche. Dementsprechend, es wird wieder ein Porsche. Es wird einfach so ein geiler Porsche. Könnt ihr mir bitte einmal ganz kurz erklären? Turbo. Vielleicht ist Turbo es nur meine krank. Beobachtung. Aber jedes Mal, okay, wenn ich sparsam mit dem Taycan fahre und probiere trotzdem schnell dabei zu sein. Warum taucht denn jedes Mal in meinem Rückspiegel ein Audi auf, der es extremst eilig hat und unbedingt mich überholen will? Warum ist es jedes Mal ein Audi-Fahrer? Bitte sag mir mal, ob ihr eine ähnliche Beobachtung gemacht habt. Ich realisiere gerade langsam, dass es wieder dieser Moment ist, wo einfach dieser Traum in Erfüllung geht. Es ist wirklich, ja, ich kann es auch gar nicht glauben, dass ich jetzt gleich das neue Auto hole. Kannst du es fassen? Sag mal bitte den Leuten, wie lange ich so da auch gesucht habe. Also du hast schon mehrfache Nervenzusammenbrüche gehabt? Ich habe mir ja am Anfang überlegt,
ich möchte wieder einen Verbrenner. Und ich habe mir gesagt, ich will in den Chat. Ich möchte kein SUV. Vom Elektro zurück zum Verbrenner. Ich bin da nicht so der Fan von. Ich will einen Sportwagen für den Alltag. Wirklich der einzige, das einzige Fahrzeug, was für mich so in Frage gekommen ist, wäre entweder der Bentley Continental GT gewesen. Bentley Continental GT für den Alltag? Das ist Understatement, Chat. Das ist natürlich... Ja. Warum nicht? Warum nicht, Chat? Oder einen Wertverlust hoch 10? Ja, Bentley, machst du richtig viel Geld kaputt, Chat. Und ich bin auch ehrlich mit euch, Chat. Seht ihr mich in einem Bentley Continental GT? Jetzt mal ganz im Ernst. Guckt mich nochmal an. Nein. Also, nein. In einem Bentley Continental GT sehe ich mich nicht. Ich sage euch auch ehrlich, wenn ich das Auto fahren würde, ich könnte mich selber nicht mehr ernst nehmen. Ich finde, der Bentley Continental GT ist ein Traumwagen, Digga. Eins, wenn es ein Traumauto ist. Hey, ein geiles Auto, Bruder. Vor allem Luxus, entspanntes Fahren, wie auf Wolken getragen werden. Geiles Leder, geile Verarbeitung. Brutal teuer, aber ein geiles Auto. Aber Bentleys geben mir einfach wirklich so einen richtigen... nennen, Chat. Bentleys geben mir einen richtigen Schnösel-Vibe. Ich finde auch, wenn du aus einem Bentley aussteigst, bist du irgendwie direkt unsympathisch. Wisst ihr, was ich meine? Was natürlich voll dumm ist, weil ein Auto hat jetzt nichts mit dir zu tun, aber Bentley, bei Bentley schwingt irgendwie so dieses Yo, ich will flexen mit. Versteht ihr? Das ist so dieses Yo, ich muss zeigen, ich habe Kohle. Rolls-Royce noch mehr? Ja, Rolls-Royce auf jeden Fall noch mehr. Safe, safe. 911. Bentley ist ein bisschen zu teuer für mich. Porsche genauso. Eins, wer versteht, warum der Kommentar absolut verloren ist und der Bruder, der das hier reingeschrieben hat, nicht mal im Entferntesten irgendeinen Plan hat von Autos. Also wer sagt, Porsche ist für Angeber? Raus. Raus aus dem Chat, sofort. Sofort in Minecraft-Stream rein. Ich will den 911er. Voll schwierig einzufinden, der guter Zustand ist, nicht so viele Kilometer hat. Und vor allem ganz wichtig, die Umsatzsteuer ausweisen kann, weil das ist ja mein Geschäftsfahrzeug. Und dann... habe ich einen gefunden in Babyblau mit braunem Interior. Wirklich ein ganz spezieller. Aber ich fand den irgendwie voll geil. Ich habe auch schon angefragt, habe die Finanzierung freigegeben bekommen und so weiter und so fort. Und dann wirklich kurz davor, bevor wir eigentlich einen Termin ausgemacht haben, um dorthin zu fahren, sagt der Verkäufer mir, wir können das Fahrzeug Ihnen leider doch nicht verkaufen. Wir haben hier Lackschäden festgestellt. Das ist irgendwie Lackplatzer gewesen an vielen Stellen. Ich so, Digga, das kann doch nicht sein. Ich sag, komm, scheiß drauf. Es ist so gewollt, soll nicht sein, easy. Dann bin ich jetzt direkt zu Porsche gegangen und habe gesagt, komm, ich mache direkt über Porsche. Und jetzt war die Abwicklung wirklich so entspannt. Richtig kompetenten Verkäufer am Start gehabt. Porsche beweist einfach nur Geschmack, egal wer da aussteigt. Ja. Chat, Porsche, was sagt ein Porsche über den Besitzer aus? Ein Porsche sagt über den Besitzer aus, dass er einen super kleinen Penis hat, zum einen. Aber auf der anderen Seite sagt ein Porsche noch über den Besitzer aus, dass er weiß, was ein gutes Auto ist und es nicht nötig hat, mit Lamborghini, Ferrari oder sonst was zu flexen. Er legt Wert auf Qualität, er legt Wert auf wirklich Autofahren und er hat einfach einen richtig guten Geschmack und riecht auch richtig lecker, oft. Und ja, Mann, ich freue mich jetzt einfach nur, wirklich, ich kann euch gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich aufs Auto freue. Ich bin ganz aufgeregt, Mann. Jemand excited. Ey, diese 12 Kilometer können jetzt endlich mal vorbeigehen. Wir sehen uns in 9 Minuten. Geiler Moment auch, Chat. Geiles, bester Moment. Oder wenn du in Autoladen reinsteppst und weißt, scheiße, da steht mein neues Ding. Da steht mein neuer Wagen und ich hole ihn jetzt ab und fahre damit noch nach Hause. Das ist so ein geiles Gefühl. Ja, wir sind beim Porsche-Zentrum. Ey, ganz kurz, ne? Ich weiß nicht, ob der Kollege gleich auf Kamera sein will, der das mit mir hier abgewickelt hat, aber der kommt auf den Sonntag hier. Can't relate. Ist aber auch das Gleiche beim Fahrrad. Eins, wer auch ein Fahrrad mal gekauft hat in einem Laden und ein ähnliches Gefühl hatte, wenn man da reinsteppt und weiß, boah, da steht mein neues Mountainbike drin. Boah, geil, auch gut. Vorm Deutschlandspiel nochmal her, um mit mir die Übergabe zu machen, muss ich echt sagen. Geiler Typ, wirklich Service bei Porsche immer 10 von 10. Okay, da steht der Chat. Ich analysiere jetzt schon mal. Ich bin Porsche-Experte, da muss ich einmal ganz kurz die Brille abnehmen. Was haben wir hier? Wie die Farbe scheint. 911er. Okay, ich hab's. Entweder ist es ein 911er Carrera 4S oder so mit diesem hässlichen Aero-Spoiler oder es ist ein Porsche Turbo. Bin gespannt. Schon durch. Ja, sieht geil aus, ne? Gelb? Es ist ein Porsche Turbo, Chat. Porsche Turbo Cabrio. Danke. Bankrott-F. Junge! Cool.
Oder? Ist es ein Porsche Turbojet? Nee, das ist kein Turbo, oder? Ist das ein Turbo? Oder ist das ein Carrera? Ein Turbo S? Junge, Nico, auch wirklich so ein Flexer-Chat. Digga, geht er zu Porsche. Mit seiner Goldkette, Digga, und mit der dicken Vollgold-Rolex Daylight am Handgelenk. Und zieht sich einen gelben Porsche Turbo S. S, Digga. Ey, es sieht schon auffällig von innen aus, das Auto, oder? Ich find's innen richtig schön, also. Chat, was sagt ihr zum Wagen? Wie findet ihr die Farbe? Ja. Ich find's auch richtig. Was sagt ihr zur Farbe? Gelb. Gelber Porsche. Schön. Mit gelben Sitzen, also gelben Nähten, gelber Tacho, gelbe Gurte. Gelber Turbo S, bra! Das Gelb kommt so flashy in echt. Ja. Ja. Bin happy. Ich bin happy. Warte mal. Noch eine Sache, was mir gerade einfällt. Ihr gesehen, was Amar mit seinem Porsche Turbo S, war doch auch ein Porsche Turbo S, oder? Hat Amar, ich habe das nicht richtig verfolgt, hat Amar, der Streamer Amar, hat er sich ein Porsche Turbo S gezogen und am ersten Tag in die Leitplanke gejagt? Ist das ein Joke gewesen, Chat, oder war das real? Hat er sich ein Porsche Turbo S gezogen und am ersten Tag zu Schrott gefahren, Digga? Das war der zweite Tag. Achso, ja gut, nee, also wenn es der zweite Tag war, Chat, dann ist er aber auch eigentlich, dann, ich meine, dann ist ja eigentlich okay, Digga. Ich meine, da hat er ja schon einen Tag gefahren, hat ein bisschen Experience gesammelt, genossen und dann kann man auch am zweiten Tag in die Leitplanke jagen. Da ist aber nichts passiert, Chat, oder? Nicht, dass mir jetzt hier gleich noch vorgehalten wird, ich mache mich drüber lustig. Ich mache mich gar nicht drüber lustig. Es ist ein bisschen lustig, weil er sich von... Also, ihr wisst, was ich meine. Es ist schon dumm, wenn du dir ein Auto ziehst und am zweiten Tag kaputt machst. Nur Totalschaden, okay, da ist keinem ist was passiert, das ist das Wichtigste. Aber das ist schon bitter, Chat. Stellt euch mal vor, ihr holt euch euer Traumauto. Was kostet ein Porsche Turbo S, Chat? Der kostet ja 200.000 Euro, 250.000 Euro oder so. 250, 220, 230, irgendwie sowas. Bruder, wir reden hier von einer Viertelmillion. Ich meine, der wird hoffentlich eine Vollkaskoversicherung gehabt haben. Aber das ist natürlich schon bitter, Chat. Es ist eh crazy, wie viele Influencer sich aktuell Porsche ziehen. Letztens, Chat, war ich per Zufall, und da bin ich selten zum Glück drin, in einem Papa-Platte-Stream. Eins, weil er auch drin war, der hat sich ein GT4 S zusammengestellt. Ein Porsche GT4 S, Chat. Habt ihr das gesehen? Ich hab da, also das wurde mir angezeigt, ich hab gesehen, dass da irgendwie ein Porsche-Konfigurator drin ist. Ich hab mir gedacht, ich guck mal rein. Und dann habe ich dem zugeguckt, wie er ein Porsche GT4 S konfiguriert hat. Und Digga, ich hab richtige Panikattacken bekommen. Wisst ihr warum? Weil der den ausgestattet hat wie der letzte Lump. Also wenn der, wenn dieser Typ, wenn Papa Platte sich das Auto so zusammengestellt hat und den so gekauft hat, wie er in den Stream zusammengestellt hat, dann ist dieses Auto instant 50.000 Euro weniger wert, weil der hat, Digga, der hat sich alles reingemacht, was du eigentlich nicht willst und alles weggelassen, was du als Porsche-Käufer haben willst. Das war krank. Der hat, also ich will jetzt keinen Scheiß labern, ich hab's aber auf jeden Fall so im Kopf, der wollte den Käfig nicht drin haben, Chat. Der wollte sich ein GT4 S kaufen mit, ohne Käfig und ohne diese Sportsitze, sondern normale Sitze. Also der wollte nicht diese Schalensitze haben, der wollte die normalen Sitze haben. In dem GT4 S. Er wollte kein Weißach-Paket. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema, Chat. Aber, Digga, da bin ich fast vom Glauben gefallen. Wirklich, das hat mich auch richtig aggressiv gemacht. Fast hätte ich da einen Hate-Kommentar reingeschrieben bei dem Stream. Wollte schon eine Spende machen mit 2 Euro und schreiben, hey, das ist Haarausfall und geh offline und so ein Zeug halt. Wollte ich schreiben. Oh mein Gott! Sorry, ich habe jetzt vorher nicht aufgepasst, Chat. Wie findet ihr die Farbe? Porsche Turbo S in Gelb. Eins für gut, zwei für nicht so euer Ding. Okay, ihr fühlt ihr nicht. Also ihr fühlt die Farbe nicht. Ja Leute, ich sitze in der Maschine drin. Ich hätte gerne irgendwie so einen geilen Spot jetzt rausgesucht, wer da hingefahren hätte, da noch den Real Talk entzwirbelt. Aber ey, ich bin gerade so im Stress. Ich bin erst gerade eben aus Las Vegas zurückgekommen. Mach hier das Video ready, muss morgen noch den ganzen Tag drehen und dann geht's schon wieder zu meinen Eltern nach Andros in Urlaub. Ich wollte aber nochmal zum Schluss. Ja, der Typ lebt sein Leben. Was mach ich hier? Chat, was mach ich hier? Guckt euch mal andere Influencer an. Was sitze ich denn hier rum nachts um 12?
Was mache ich denn hier? Der Typ fliegt nach Las Vegas, kommt zurück nach Deutschland, zieht sich ein Porsche Turbo S, Vollgold-Date in der Wandgelenk. Nächsten Tag fliegt er nach Griechenland zum Urlaub machen. Was mache ich hier gerade? Der lebt, der lebt. Schluss, ein paar Worte verlieren. Ich habe schon wieder im letzten Video gesehen, das ist genau das, was ich euch probiert habe zu sagen. Ich will mich von denen gar nicht unterkriegen lassen oder so, aber es kommen schon wieder Leute, die sagen, oh, Digi, abgehoben, bla bla, dies, das. Wisst ihr, deswegen habe ich manchmal einfach keinen Bock gehabt, die ganze Zeit so zu zeigen, so was ich mir jetzt geholt habe, dies, das. Es ändert eigentlich nichts an mir, aber... Sagt ihr, InScope ist abgehoben, Chat? Irgendwo ist es ja dann doch so, ich filme gerade voll viel und lasse mich überall teilhaben. Ich hatte es auch neulich mal erwähnt, der eine hat dann auch nachgefragt in den Kommentaren. Ich habe wirklich angefangen zu beten so. Ich habe gar nicht jetzt irgendwie so einen religiösen Glauben. Der hat angefangen zu beten. W in den Chat, verdammt nochmal, Digga. W in the chat. Beten underrated. Ich hab's euch vor ein paar Monaten, Wochen schon gesagt. Beten ist gut. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich probiere einfach jeden Tag krasse Dankbarkeit zu zeigen für das, was ich erleben darf. In Videos ist er abgehoben, privat aber nicht. Ja, für das, was ich schreibt einer. In meinem Leben haben darf und so weiter und so fort. Kann ich mal gerne in dem Q&A ein bisschen mehr vielleicht drüber reden. Ich will, dass ihr wisst, ich bin unglaublich dankbar dafür, dieses Leben leben zu dürfen, was ich habe. Und die Dinge erleben zu dürfen, die ich erleben darf. Ich meine, ich war jetzt wieder in Vegas mit Marc. Wir haben dort für den Duft, den wir rausbringen, das Video abgedreht. Ich bin hier unterwegs, dort unterwegs. Ich darf sowas hier fahren. Das ist wirklich, Leute, für mich ist alles nicht selbstverständlich. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Es gibt Leute, die seit 14 Jahren diese Videos hier schauen oder vielleicht seit 10 Jahren oder wie auch immer. Es ist einfach, es ist wirklich absolut krass. Es ist nicht selbstverständlich und ich weiß, es ist wirklich unfassbar zu schätzen. In letzter Zeit zeigt es mir einfach nur immer wieder, gerade auch mit Thema Fitness. Ich war jetzt in Vegas 5 Tage. Jetlag, dies, das, Stress, Drehen, aber ich habe es trotzdem geschafft, jeden Tag dort trainieren zu gehen. Und das, ich sage euch wirklich, Leute, so ein Auto hier, ne, das ist eine geile Sache, das macht Spaß, das schön anzusehen und ich habe Spaß daran. Aber das ist eine Sache, die kann man schaffen im Leben, Mann. Das ist, guck mal. Hör ich da gerade eine WhatsApp-Gruppe raus? Ist hier ein WhatsApp-Gruppen-Link in der Beschreibung? Nee. Mhm. Hört sich ein bisschen nach. Du kannst das auch. Wenn du ein Porsche Turbo S fahren willst, ein Cayman GT4. Komm rein in die Gruppe. Jeder von euch kann es schaffen. Ihr müsst euch überlegen, ich bin der Lelek, der es nicht geschafft hat, sein Abi zu machen. Und irgendwann habe ich gesagt, ey komm, ich mache das, wo ich gut drin bin, das, wo ich Spaß dran habe. Und ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich hier der heftigste Motherfucker und habe es geschafft oder so. Aber keine Ahnung, so einen Wagen zu fahren, Alter, das ist ein Traum. Das ist ein verdammter Traum, der in Erfüllung geht für mich. Und ich habe das einfach hinbekommen. Und muss dafür kein Wunderkind sein oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube einfach nur, es gibt voll viele da draußen, die selber Bock haben, sowas zu schaffen. Und ich sag euch wirklich so, wie es ist. Es ist möglich, Mann. Ihr müsst einfach nur an eure Ziele glauben. Und ich habe dieses Jahr noch ganz viele Ziele und Träume und vor allem natürlich auch für die nächsten Jahre. Sowohl fitnesstechnisch als auch klamottentechnisch für Ola Kala. Und natürlich auch für meine Videos. Deswegen, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mich so krass lange verfolgt habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich so krass unterstützt. Es wird noch vieles Krasses in Zukunft kommen. Ich freue mich unglaublich drauf und ich hoffe, ihr begleitet mich auf dem Weg dahin. Leute, ein dicker Kuss geht raus. Ich liebe euch. Und ja, Mann, ich werde mir jetzt in Griechenland mal ein paar Tage Auszeit gönnen. In diesem Sinne. Soll ich auch machen, Chat. Ich brauche auch mal wieder ein paar Tage Auszeit von diesem ganzen Stress. Okay, an der Stelle jetzt schon mal Glückwunsch an Nico. Geiles Auto, Digga. Sehr geiles Auto. Gute Fahrt wünsche ich natürlich. Sei ihm gegönnt, Chat. Ich muss auch an der Stelle sagen, Nico... Einer der guten, Chat. Nico ist einer der guten. Ich kann verstehen, dass es für den einen oder anderen ein bisschen abgehoben rüberkommt, wenn du so ein Auto abholst und dann auch so eine fette goldene Uhr am Handgelenk hast und so weiter. Verstehe ich irgendwo. Ja, ist nicht jedermanns Geschmack so vom Ding. Aber eins in den Chat, wenn jeder von euch das Gleiche machen würde. Vielleicht nicht mit einer goldenen Rolex und mit einer Sonnenbrille. Aber... Digga, Mann, wir lieben doch alle Autos. Ist ein geiles Auto, ist ein Traum gewesen von ihm. Digga, der soll das machen. Ist doch geil. Muss aber sagen, die Farbe ist auch nicht meins. Also das Auto an sich, ein Turbo S, ist komplett krank, Chat. Braucht man gar nicht drüber reden. Aber muss man halt mögen, Chat. Muss man mögen. Ist nicht für jeden was, sagen wir es mal so. Nummernschild ist aber gefällt mir gut. Nummernschild sieht gut aus. Kennzeichen kommt böse, ja. Passt irgendwie nicht zum Turbo, ja. Ich finde allgemein, gelb ist nicht die passendste Farbe für einen Porsche. Aber ich hoffe, der Bruder hat sich das Ding nicht gekauft, sondern geleast, was auch gottlos teuer ist. Aber wenn er sich den gekauft hat, Chat, dann verbrennt er mit diesem Auto so gottlos Geld. Porsche Turbo ist schon wertstabil, würde ich sagen. Aber wenn du so einen neuen kaufst und der wird bestimmt über 200.000 gekostet haben, dann machst du da in 2 Jahren locker 30.000, 40.000 kaputt. Sage ich dir ehrlich. Also ich hoffe, der hat sich den geleast und nicht gekauft.